Gehörst du auch zu den Menschen, die häufiger mal so Steuerzahltermine verpassen? Wenn ja, dann schau dir dieses Video bis zum Ende an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und um ehrlich zu sein, kenne ich das auch von mir selbst. Ich kenne das aber auch bei vielen unserer Mandanten, dass irgendwie Fristen verpasst werden, wo Zahlungen ans Finanzamt fällig sind. Wir machen unsere Mandanten darauf aufmerksam, dass eine Umsatzsteuervorauszahlung fällig ist oder dass eine Einkommensteuervorauszahlung nächste Woche dran ist. Ja, aber dann ist im Tagesgeschäft so viel zu tun, dass das erstmal untergeht und dann wird die Zahlung halt eine Woche später oder zwei Wochen später erst ausgeführt. Das Problem in solchen Fällen ist, dass das Finanzamt ein Säumniszuschlag festlegt. Das heißt, du musst mehr bezahlen dafür, dass du zu spät bist. Das ist der erste Nachteil. Der zweite Nachteil ist, dass du im Finanzamt auffällig bist. Du bist säumiger Zahler und wenn das Finanzamt mal genauer hinschauen möchte, dann schauen sie natürlich bei den Steuerpflichtigen hin, bei denen häufiger mal Fristen verpasst werden. Deswegen ist es immer ganz gut, das Finanzamt pünktlich zu bezahlen. Wenn du im Alltag aber so viel zu tun hast und dich das auch stört, jedes Mal manuell eine Überweisung zu machen, dann kannst du beim Finanzamt ein Lastschriftmandat hinterlegen. Das heißt, das Finanzamt bucht die Steuerzahlungen einfach immer von deinem Konto ab und du musst nicht zahlen. Der größte Vorteil, dann gilt jede Zahlung automatisch immer als pünktlich gezahlt. Dummerweise möchte das Finanzamt dieses Lastschriftmandat von dir bekommen. Das heißt, dein Steuerberater kann das für dich gar nicht übernehmen. Wenn du unser Mandant bist, können wir auch nicht für dich das Lastschriftmandat beim Finanzamt hinterlegen lassen. Das Einzige, was wir machen können, was wir auch gerne gemacht haben, ist, dass wir eine Liste aus allen Lastschriftmandatsformularen angelegt haben. Die findest du unten unter diesem Video einmal verlinkt. Da ist eine Liste mit allen Bundesländern. Denn die Lastschriftmandate sehen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aus und dieses Formular kannst du runterladen, ausfüllen, unterschreiben und dann ans Finanzamt senden. Einige Finanzämter sind inzwischen sogar so digital, dass es ein Online-Formular gibt. Ehrlicherweise ist das noch die Ausnahme. Wenn du ein Lastschriftmandat beim Finanzamt hinterlegen möchtest, dann schau vielleicht erstmal auf der Webseite von deinem Finanzamt nach, ob es so ein Online-Formular gibt. Ansonsten gilt, zumindest offiziell, dass du es auf dem Postweg, das heißt das Original, an das Finanzamt schicken musst. Unsere Erfahrung zeigt aber, dass es in 90% der Fällen auch per E-Mail ausreicht. Probier es vielleicht erstmal einfach per E-Mail aus. Das heißt, dass du das Formular ausfüllst, einmal unterschreiben, die Unterschrift ist wirklich wichtig, und dann erstmal per E-Mail an das Finanzamt schickst. Sei dann aber nicht überrascht, dass das Finanzamt das vielleicht nicht akzeptiert und dann doch nochmal das Formular im Original per Post anfordert. Eine Frage, die wir in diesem Zusammenhang relativ häufig noch bekommen, ist eine Frage von Neugründern, weil du musst in diesem Formular deine Steuernummer angeben. Und wenn du gerade neu gründest, dann hast du eventuell ja noch gar keine Steuernummer, kannst dieses Feld also gar nicht ausfüllen. Da wäre in der Theorie der offizielle Weg, dass du jetzt erstmal den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllst, dann wartest, bis du eine Steuernummer bekommst und dann halt das Lastschriftmandat hinterlegst und da dann die Steuernummer einträgst. Das ist natürlich irgendwie ärgerlich und auch so diese Abhängigkeiten und Wochen warten zu müssen, ist irgendwie blöd. Da zeigt auch die Praxis, dass wenn du es zusammen abgibst, das heißt, wenn du es relativ zeitnah den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und das SEPA-Lastschriftmandat zusammen einreichst, dann reicht es auch, wenn du da keine Steuernummer einträgst. Es funktioniert relativ häufig. Mit dem Lastschriftmandat bist du automatisch immer pünktlich und dadurch intern im Finanzamt unauffällig schön pünktlicher Zahler. Ich höre bei einigen Leuten immer so die Angst, dass das Finanzamt ja dann dein Konto leerräumen kann. Du gibst dem Finanzamt quasi die Macht über dein Konto. Da kann ich ein bisschen entwarnen. Das Finanzamt ist eine deutsche Behörde und du kannst ja bei deutschen Behörden bei zwei Dingen wirklich sehr sicher sein. Erstens, sie arbeiten ziemlich uneffizient. Zweitens, sie arbeiten aber auch sehr akkurat. Das Finanzamt, das rechnet das wirklich sehr, sehr genau, auf den Cent genau, und das Finanzamt würde nie Geld von deinem Konto nehmen, was ihm nicht irgendwie rechtlich zusteht und was du sowieso bezahlen müsstest. Es ist sogar eher so, dass das Finanzamt sehr, sehr schnell mit Erstattung ist. Beispielsweise, wenn sich irgendwie Zahlungen überschnitten haben, aufgrund von unterschiedlichen Steuerzahlungen, beispielsweise eine Einkommensteuerabschlusszahlung, Gewerbesteuernachzahlung und eine Umsatzsteuervorauszahlung und da überschneidet sich irgendwas, dann ist das Finanzamt in der Regel eher schneller, dass sie dir was zurückerstatten und dann danach erst merken, ach Mist, nächste Woche ist noch eine andere Deadline fällig und dann ziehen sie es nochmal ein. Das Finanzamt ist sehr, sehr schnell mit dem Zurückerstatten sogar. Und zweiter Punkt an dieser Stelle, das Finanzamt bucht ja per Lastschrift ab und eine Lastschrift kannst du auch jederzeit widersprechen. Du bist dem Finanzamt mit so einer Lastschrift nicht vollkommen ausgeliefert. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen und sorgt jetzt dafür, dass du in Zukunft alle Steuerdeadlines einhalten kannst. Wenn du dazu noch eine Frage hast und du bist unser Mandant, dann ruf doch einfach kurz an oder schreib uns eine Chatnachricht in der Contest-App. Wenn du nicht unser Mandant bist,
dann solltest du dir ernsthaft Gedanken machen, ob das nicht eine gute Idee wäre, Mandant zu werden. Unten in der Videobeschreibung unter dem ersten Link findest du alle Informationen zu unserem Angebot. Wir sind spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Du kannst uns natürlich aber auch bei einer Frage einfach einen Kommentar schreiben. Bei uns lohnt sich Kommentieren nämlich gleich doppelt. Erstens, wir helfen dir und geben dir eine Antwort auf deine Frage. Und zweitens, hast du eine Chance, dieses Paket zu gewinnen. Wir verlosen unter allen Kommentaren, die den Hashtag Steuerfrage verwenden, jeden Sonntag so ein schönes Überraschungspaket. Schau dir aber auch gern unsere weiteren Videos an oder abonniere unseren Kanal. Hier kannst du uns abonnieren oder hier und hier findest du gleich weitere Videos. Jetzt ist mir noch eingefallen, aber ich weiß vergessen was. Was ist mir gerade eingefallen? Dann ist mir nichts eingefallen.